Hier, mit ihr haben wir getanzt. Können wir sie fragen? Nein. Wir können ihn fragen. Hast du Sonja gesehen? Nein, ich kann nur sagen, ich habe Abzeichen. Wir müssen Sonja finden, bevor ich irgendwas mit Abzeichen mache. Hast du Sonja gesehen? Du kannst mir nichts sagen. Wo ist sie denn? Das war's mit ihr. Hey, hast du Sonja gesehen? Der Typ sitzt mittlerweile. Ach, verdammt. Was ist das? Nehmen? Ich habe Geld genommen. Da lag einfach Geld. Der will schon wieder eine Umarmung, der Typ. Ich habe keine Zeit für Umarmungen. Ich muss Sonja finden. Hast du Sonja gesehen? No. Danke. Hilfreich. Du, da oben. Der hat doch bestimmt was gesehen. Hallo, Typ. Hast du Sonja gesehen? Vielleicht ist er reingegangen mit ihr. Ich gebe die Abzeichen ab und dann... Ich komme nicht durch. Vielleicht können wir dann reingehen und sie finden. Hoffe ich mal. Können wir uns das jetzt endlich holen? Nein, können wir nicht. Ich habe Abzeichen. Ich brauche Hilfe. Way to go. Here's your reward. Was habe ich bekommen? Tyrek-Belohnung? Nee, ich habe ein Getränk bekommen. Kann das sein? Hä? Was habe ich jetzt bekommen? Was soll ich denn jetzt tun? Wo ist Sonja? Kann ich nicht auf die Party gehen da hinten? Ich kann auch nicht mit dem Automaten was machen, leider. Hat einer von euch Sonja gesehen? Ich kann mit niemandem hier reden. Sonja. Kann ich hier durch, bitte? Ich würde ja gerne rein. Wo ist denn Sonja? Wie finde ich sie denn? Warte, ich gehe nochmal zum Anfang. Vielleicht ist sie vorne beim Auto. Oh mein Gott, die Musik ist schlimmer geworden. Die Musik ist schlimmer geworden. Sind wir zu langsam? Ist sie hier oben vielleicht? Wir müssen ihn fragen. Hast du Sonja gesehen? Verdammt. Hast du Sonja gesehen? Oh, Gott sei Dank. Warte mal. Ist das Adam? Ist das Adam? Moment. Moment. Er hat doch gerade gesagt, wir werden... Sie ist in dem Auto und hat gerade gesagt, wir werden sie beiden nicht finden, weil hier so viel los ist. Bist du Adam? Sie sind das total... Oh, er liebt Sonja. Nein, nicht! Ich glaube, Sonja ist da drin. Wieso fährst du? Er ist gefahren. Verdammt, aber Sonja ist doch jetzt da drin, oder nicht? Können wir wieder rein? Ey, ich war doch schon mal drin. Wieso darf ich nicht wieder reingehen? Hallo, hast du schon mal auf so einen Stempel gesehen oder gehört? Mann. Verdammt, finden wir Sonja vielleicht irgendwo hier noch? Die ist doch... Das klang mir zu... Er hat gesagt, die ist im Inneren. Das stimmt aber nicht. Danach hat er doch gesagt, dass wir sie niemals finden würden. Weil das hier viele Menschen sind. Irgendwas ist da nicht richtig. Wir könnten trampen. Nee, ich gucke mir die anderen Sachen an. Ich glaube, wir haben Sonja jetzt einfach verloren. Kann das sein, dass sie jetzt einfach tot ist? Haben wir sie jetzt aber sterben lassen? Verdammt. Wir haben keinen Schlüssel. Warum ist unser Auto eigentlich jedes Mal da? Wie kommt das denn jedes Mal hierher? Wir könnten wieder Bus fahren. Was ist das? Ah, schlafen. Verdammt, wir werden Sonja nicht wiederfinden. Komm, wir gehen zu Fuß. Vielleicht ist Sonja hier abgehauen. Vielleicht ist sie ja gegangen. Wäre also geflüchtet oder so. Hat sich aber vergessen, Hilfe zu holen und kam nur halt... Ich weiß nicht, kam nur so weg. Bin mal gespannt, wie wir noch treffen. Wir haben noch 11 Kilometer zur Grenze. Sonja haben wir nur 14%. Einer fehlt uns noch tatsächlich. Aber alle haben wir gefunden. Nur nicht so lange, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich frage mich, was mit Sonja. Ich hoffe, ihr geht's gut. Na,
immerhin haben wir bisher genug Geld gesammelt, um einigermaßen guten Start zu haben am Anfang. Take your time, do it right. Oh, wir sollen es langsam angehen, uns Zeit lassen, ob es dafür aber richtig machen. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Speed Limit 80. Oh, war gerade ein Hirsch? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Ich hoffe, wir werden nicht von irgendwas gebissen. Dass wir freiwillig zu Fuß gehen, war vielleicht keine gute Entscheidung. Ich bin mir unsicher. Oh, ein Taxi? Was war das? Warum hat er das gemacht? Der ist stehen geblieben. Nee. Doch. Doch, doch, das ist nicht gut. Er pfeift. Oh, wir hätten nicht... Er kommt her, oder? Wir hätten nicht zu Fuß gehen dürfen. Wer ist das? Wir können auch nicht über die Straße gehen. Wir müssen dahin. Wer ist das? Das ist nicht gut. Der ist so richtig komisch stehen geblieben, als er uns gesehen hat. Und ist jetzt angehalten. Und pfeift ganz komisch. Ja, genau. Jetzt hast du plötzlich irgendwas beim Auto, oder wie? Was macht der da? Das Kapitel heißt, wir sollen uns Zeit nehmen und es richtig machen. Das heißt, wir könnten eventuell sterben? Ich glaube, wir hätten trampen sollen. Was macht der denn da? Können wir das erkennen? Vielleicht hat er ja Sonja hinten drin. Oh, er ist weg. Oh, vielleicht fährt er ja wieder weg. Er ist aber nicht im Auto, ne? Oh mein Gott, wo ist er? Oh, das ist gruselig. Wo bist du? Ich will kein Horrorspiel spielen. Wo ist er? Oh, er hat aufgehört zu pfeifen. Oh, ne. Ich finde, die hätten die Musik weglassen sollen. Das hätte jetzt viel gruseliger gewirkt, aber es ist schon gruselig genug. Das ist verstörend. Aber er ist doch nicht im Auto. Ich hoffe, der ist nur pinkeln gegangen oder so. Können wir hier irgendwas nehmen? Können wir uns verstecken? Ein bisschen Geld. Ich weiß auch nicht, ob wir einfach abwarten können, wisst ihr? Das ist Dreck. Ich dachte gerade auf einen Haufen Gold. Live. Oh. Komisches Geräusch. Smiley mit Tech her. Ich glaube, wir sind schon langsam genug, weil er jetzt gerade nicht mehr im Auto ist. Das heißt, wir können uns anschleichen, ohne dass er uns sieht. Da ist jemand drin. Oh, ich wusste es. Dass es ein Psychopath ist. Wer ist da drin? Wer ist da drin? Ich kann mein Geld haben. Wer ist da drin? Was, Brigade? Ich bin nicht. Okay, aber wer ist da drin? Oh nein. Wir hätten nicht in den Wagen gehen dürfen. Verdammt. Nein, ich war das erste Mal hier. Ich bin nicht bei den Brigaden. Wer ist da drin? Du hast den Vogel umgebracht. Okay, warte. Wir müssen alles langsam angehen. Kann ich zu ihm gehen? Willst du kuscheln? Nein, er will nicht kuscheln. Wenn ich jetzt da lang gehe, schießt er mich dann? Ja, er ist sauer, wenn ich das mache. Es tut mir leid. Streichhölzer.
Da ist noch was. Hätte ich doch nicht aufheben dürfen? Ist hier noch irgendwas anderes, das ich machen kann? Bitte. Ich will nicht mit dem Typen mitgehen. Oh mein Gott, der steht jetzt da. Ja, ich hab hier. Was ist denn das für ein Psychokram gerade? Was soll das? Da ist kaum Platz. Das lag direkt vor mir. Verdammt, deswegen hieß es, wir sollen Zeit lassen. Ich muss langsamer sein. Heißt du da kalt? Was? Was heißt das? Darf ich mich bewegen bei warm? Was heißt das? Was heißt das? Was willst du damit bezwecken? Was spielen wir hier? Soll ich irgendwas tun? Und heiß hinter ihm. Können wir ihn irgendwie reinschubsen oder so? Sag doch irgendwann was anderes. Ich dachte, bei warm darf ich mich vielleicht bewegen oder so. Ich verstehe das nicht. Oh, jetzt verstehe ich's. Das ist wie Topf schlagen. Ich muss wahrscheinlich daran. Oh. Ich will aber nicht, bitte. Kann ich gehen? Nein, kann ich nicht. Ist okay. Ist das Sonja drin? Ist das Sonja drin? Hä? That's a good brigade. Das ist nur Blut? Oh mein Gott, da war jemand drin. Moment. Nee, ich dachte gerade, das wäre das von Anfang. Nein, nein, mag ich nicht. Ach, das Blut. Kann ich mir das vor ansehen? Lola? Wer ist Lola? Okay. Was hast du bitte getan? Die hat Tage gezählt. 15, 15. Die war. Oh mein Gott, sie war 17 Tage da drin. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das heißt, ich soll langsam sein, aber wenn ich nichts tue, dann das geht ja nicht voran. Alles mit Benzin, aber jetzt kann ich irgendwas anderes tun, bitte. Kann ich zu ihm gehen? Warte mal, kann ich hier was entzünden? Ich kann auch. Na, ich weiß, ich weiß. Ist okay. Ich wollte nur gucken. Okay, mach ich's. Überall Benzin. Bitte lass mich nicht mit verbrennen. Ich bitte dich. Bitte bring mich nicht um. Ich weiß doch nicht mal, wer die Leute hier waren, die im Van waren. Oh, und er will mich umbringen, oder? Die Überraschung ist, ich sterbe. Ich will das nicht tun. Bitte. Waren unsere Entscheidungen so schlecht? Ich hätte am Ende nicht zu Fuß gehen sollen. Ich bin kein Mitglied von denen. Ich bitte dich. Ich werde es niemandem erzählen. Nee, sie müssen... Nein, das wird ihn nicht interessieren. Der hat doch Lola getötet. Bitte. Sie haben eine Tochter. Komm schon. Ich wette, sie sind ein guter Vater. Nein, ich will nur reden. Nein, ich will es wirklich wissen. Sie muss dich sehr lieben. Oh. Gott sei Dank. Okay. Okay. Aussteigen. Also er hat ja nicht Lola umgebracht. Die anderen haben Lola umgebracht? Ich gehe einfach.
Lass uns einfach gehen. Die andere, diese komische Brigade hat Lola umgebracht. Wir hätten sterben können, hätten wir was Falsches gesagt. Ich gehe nie wieder zu Fuß. Was war das denn bitte? Nee, ich will noch nicht trampen. Am Ende kommt der Typ neben mir und sagt, hey, willst du mitfahren? Die Brigade hat Lola umgebracht. Das war nicht er, aber da war überall Blut im Kofferraum. Sollen wir weiter zu Fuß gehen oder trampen? Weißt du was, das war so aufregend. Wir gehen weiter, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich gehe nie wieder zu Fuß. Das war echt verstörend, aber wir gehen weiter. Ich will wissen, was noch passiert. Das war absolut krank, was gerade passiert ist. Ich habe Angst. Ich habe wirklich gedacht, das wär's jetzt mit uns. Wir haben aber alle getroffen, was die Icons angeht. Wir sollten niemand Neues mehr treffen. Das kann aber auch schlecht sein, ne, wenn wir niemand Neues mehr treffen. Am Ende treffen wir ein wildes Tier oder so, was uns umbringt. Oh, bitte nicht. Ist schon der 15. Juni. Oh, Road 96. Wir sind tatsächlich da. Wir haben das Spiel erreicht, Leute. Jetzt können wir anfangen. Jetzt fängt es erst richtig an, alles. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, was uns noch erwartet. Es ist eine super schöne Aussicht hier. Also wirklich, alles sehr, sehr schön. Aber absolut verstörend. Dieser Mann eben hat meinen letzten Nerv geraubt. Was war das für ein Typ? Aber die haben wahrscheinlich... Ich würde gerne wissen, was die Lola angetan haben, dass er so ausgerastet ist. Ich bin sehr froh, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, das Spiel hätte echt aufhören können, oder? Weil wir haben eine Errungenschaft gerade bei Steam bekommen. Die heißt Erreiche Road das erste Mal. Ich meine, das kann natürlich normal sein. Kann aber auch sein, dass es vielleicht eine Möglichkeit war, dass wir hier gar nicht erst hätten ankommen können. Polizei? Oh. Oh, warte mal. Stimmt, wir dürfen uns ja gar nicht erwischen lassen, ne? Wenn die sehen, dass wir versuchen, über die Grenze zu kommen, dann werden wir in die Gruben geschickt. Aber wir haben ganz viel Geld. Das heißt, vielleicht könnten wir jemanden bestechen, falls wir erwischt werden. Wir haben uns das Geld gespart, so gut es ging. Das war wichtig. Aber ich habe echt das Gefühl, wir könnten hier einen Wolf treffen oder sowas. Vielleicht einen Kojote. Oder eine ekelhafte Schlange, die uns beißt und dann ist vorbei. Dann sterben wir daran. Wir haben einen Psychopathen überlebt und dann war es das. Oh, ist das schön. Ja, wo gehen wir lang, ist die Frage. Hier oder da? Hier lieber da. Oh, das ist echt schön. Oh, seht ihr das? Da führt's durch den Stein. Kann man lang gehen. Es ist echt schön hier. Aber hier ein Haus haben, ja? Natürlich mit Auto und Verbindung woanders hin, aber das wäre doch super. Sehr entspannt, nur Naturgeräusche. Cooler Wasserfall, der Gott sei Dank nicht super laut ist gerade. Oh, warte, wir können doch nicht dahin gehen. Da ist noch was. Da steht was, das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir uns natürlich angucken. Was ist das? Ist das ein Angelplatz? Wenn wir dabei sind, können wir auch zu dem großen Baum gleich mal gehen. Ach, das ist nur Radio. Oh! Nee, Moment. Wir genießen einfach die Musik gerade. Oder wollen wir uns Musik anmachen dabei? Nein, wir machen uns Musik an. Hier, Name was Conny. Die konnten wir eben kaum hören. Na komm, genießen wir die Aussicht. Mit ein bisschen Musik. Echt schön.